So, jetzt schauen wir uns noch mal die Träumchen an. Letustraum. Ich habe nur einen Letustraum. Den habe ich aber schon gesehen. Okay, ich habe ja nicht mehr. Mehr Träume habe ich ja nicht. Fortgehen. Habe ich die Harpienkönigin jetzt eigentlich schon besiegt? Geh mal nicht davon aus. So, mal Harpienkönigin. Holdet meinen Lohn. Die Königsmörder. Ein weiterer Spur. Der Magier auf der Spur. Ich hab denn ja den einen Traum. Achso, ich muss hier noch. Hier kann ich noch mehr Träume holen, oder was? Da wird noch ein Traum sein. Ah, ich weiß bin nicht. Zu alt für sowas. Zum Glück ist nur eine. Swing! Gib mir den Traum. Leute. Haben wir noch mehr Träume hier? Noch ein Träumchen für mit? Ja, Alter. Da ist noch ein Träumchen. Jetzt muss ich mir echt noch mehr Träume holen. Und den stärksten herausfinden. So, die Rüns nehmen wir mit. Den Traum nehmen wir mit. Oh, kommen noch mehr, hä? Aua! So, ich hoffe, ich habe jetzt alle Träume. Und wird noch einer sein, ne? Bing! So, die Harpien sind ja relativ schnell da und das gefällt mir sehr gut. Dann haben wir hier den letzten Traum. Nett. Ah, jetzt kommen noch mehr. Hier die Stracciatello-Harpien. Whatever. So. Die gehen ja mittlerweile auch schnell down. Springen. So, den muss ich mir noch anschauen. Oh, da kam ich her. So, das Nest hatten wir. Und verwenden wir den Projektor. Silberner Kristall. Wollen wir ihn den anschauen, den Traum? Könnte ganz interessant sein. Sie kommen. Das ist ein Albtraum. Sie dürfen mich nicht kriegen. Ich überspring's mal. Das brauchen wir ja nicht. Ja, diese Träume. Und Baltimors Traum war das. Grüner Kristall. So, was haben wir hier? Hoffentlich ein schöner Traum. Du bist so wunderschön wie eine Elfe. Ah. Komm her zu mir, du Held. Vögel mich in der Scheune. Oh, das ist ein schöner Traum. Wollt bloß mit den anderen ein bisschen würfeln. Ui. Hol sie auch. Das ist Saskias Traum. Oder von irgendjemandem, der Saskia sehr gerne hat. Traum eines Bauers. Okay, der mag wohl Saskia. Heiße Schnäppe. Es ist schon wieder Nacht. Klingt nach einem Drachen. Das war ein Drache, ne? Ein Drache, jetzt... Drachentraum. Okay, jetzt... Finde Baltimors. Okay, wo komme ich jetzt wieder raus? Hier nicht. Yay, Level aufgestiegen.
So, jetzt können wir uns wieder rollen. Nach oben rollen. Und hier erstmal wieder raus. Hinaufklettern. So. Ich hab noch keine Ahnung, wo die Harpienkönigin war. Und ich glaube, ich hab noch eine Falle. Lass mich bloß in Ruhe. So. Noch eine Harpie. Really? Ciao. Boom. So, und schnell weg. Da wäre noch ein Traum. Ah, lasst mich in Ruhe. Schau mir jetzt nicht an den Traum. Verpiss mich ja lieber. Oh, ich kann mich nicht verpissen. So. Na, ah, drei Stück gleich, wirklich. So, einen. Ah, die sind jetzt aber. Sind die stärker geworden oder ich schwächer? Meine Fresse. Bumm. Bumm. So, so. Aber schnell weg. Den letzten Traum könnten wir uns auch noch anschauen. Würde mich ja schon interessieren, von wem der ist. Ich schaue es mir an und ihr kriegt davon am besten nichts mit. Machen wir das so. Falls es euch auch interessiert. Weiß jetzt auch nicht, was man da tun sollte. Die Fresse. Darf ich ja echt nicht raus? Doch, ich darf raus. Deshalb gehe ich auch raus. Muss jetzt nicht sein. Gelato. Harpchen. Können mich gerade mal. So, ich kann dem auf jeden Fall da oben. Der kann seine Harpchenfedern haben, wenn er will. Nee. Hier nicht. Andere Richtung. Wir mussten wahrscheinlich nochmal hier reingehen. Den guten Loot habe ich jetzt dort gelassen, wahrscheinlich. Habe eh viel zu viele Muttergene und nirgendwo, wo ich sie einsetzen kann. Falls es guten Loot gibt, den hole ich mir noch. Wenn es mir irgendjemand sagt. Wird wahrscheinlich niemand tun. Aber wahrscheinlich ist das mir auch egal. Ich brauche nur noch ein Harpiennest. Zerstören. Hallo du. Noch mehr. Ich muss sagen, das will. Nein. Ich habe ein ungutes. Ich bräuchte. Du? Er natürlich. Ja, er. Natürlich. Ich verstehe nicht. Warum hast du nicht gleich. Ich musste zuerst die Qualität der Ware sehen. Noch ein. Ich überleg's. Ich überleg's mir wirklich. Sammle 8. Habe ich wahrscheinlich schon. Hat er mir jetzt gerade alle weggenommen? Ich hab doch noch 11. Hier, bitteschön. Ich habe die. Ich schaue sie mir an. Hier, dein Lohn. Was soll ich denn mit dem Rest machen? Weiß ich nicht. Ich brauche erst. So. Besuche ihn später. Wohin des Weges? Gut, besuche ihn später. Dann gehen wir jetzt erstmal zurück, holen uns ein paar Belohnungen ab. Für Baltimores Albtraum, achso. Ja. Klingt gut. So. So, gehen wir zurück nach Wergen. Nach Wergen zu den Zwergen. Jetzt habe ich ja alle vier Inkredienzien. Was? Ach Gott. Oh Gott. Mein Hirn macht zu. Ladebildschirm, hast mich jetzt auch mal erschrocken. Naja. Okay. Machen wir schneller hier. So, ich muss wieder mein Schwert wegstecken, ne? Eine Harpienfalle haben wir noch übrig. Das kriegen wir auch noch hin. Kriegen wir auch noch hin.
damit wir endlich Saskia aus ihrem langen Schlaf, Schönheitsschlaf, können wir sie endlich wieder erwecken. Könnt mir zuerst den Lohn abholen, dann machen wir später. Es geht hier schließlich um Leben und Tod. Leben und Tod. Hast du nochmal drüber nachgedacht? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es gleich schon wieder Sadomaso geben wird. Aber egal. Machen wir die Türe auf und schauen, was uns erwartet. Kein Sadomaso. Hui. Hallo, Philippa. Willst du über etwas? Ja. Schau mal. Nun ist es an dir. Ich habe alle Ingredienzen beisammen, Ingredienzen. Die du Saskias Heilung brauchst. Dann schön, dass Werk. Hier gesagt wird. Trete zurück, Skoyatel. Dachte, sie wird schlafen. Es geht mir schon viel besser. Was los? Ah ja. Ja. Adrenalinspritze mitten ins Herz. Das kennen wir doch irgendwo her. Das kennen wir wirklich irgendwo her. Aber wundert mich nicht bei der Anspielung an Herr der Ringe, die wir vor ein paar Folgen gesehen haben. Was geht jetzt? Oh nein. Hui, Lesbo-Action. Mein Lieblingszweig der Magie. Lesbo-Mantie. Ja, kratz dich am Sack. Huh. Was los? Hier geht es schon viel besser. Das ging jetzt schnell. Wie ist dein Name? Sessente. Was? Und wie wirst du gerufen? Saskia. Erinnerst du dich, was geschehen ist? Gift. Man hat mich vergiftet. Wie viel Zeit ist vergangen? Was ist mit der Schlacht? Den Soldaten Hengelt. Alles vorbei. Ganz ruhig. Du kannst deine Schlacht immer noch gewinnen. Ich gehe und verkünde, dass du wieder unter den Lebenden weilst. Verdanke ich mein Leben dir? Natürlich. Und Philippa. Danke, wem sonst? Gerhard. Ich habe werde alles gemacht. Erkenntlich zeigen, mein Wort darauf. Konntest du den Fluch brechen? Welchen Fluch? Noch nicht, aber bald. Ach so. Einer der Überträger der Macht ist Vandergrifts Schwert. Du hättest es nehmen sollen. Für mich ist es nur ein Stück Eisen. Danke. Die Skoyatel haben niemanden außer Philippa zu dir gelassen. Auch ihr hätten sie nicht gestattet, dein berühmtes Schwert zu nehmen. Ich werde bald versuchen, den Fluch zu brechen. Warum hilfst du mir? Warum helfe ich ihr? Gute Frage. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich täte es für dich und die Sache, aber die Wahrheit sieht anders aus. Prosaischer. Ein gewisser Elf hat mir meine Zukunft geweissagt. Während dieser Schlacht werde ich mein Gedächtnis wiedererlangen. Ich wusste nicht, dass du an sowas glaubst. Tue ich auch nicht. Aber versuchen muss ich es doch. Außerdem habe ich meine Erinnerungen vielleicht durch Magie verloren. Dann wiederum wäre die Prophezeiung sinnvoll. Wenn ich den Fluch breche, wird eine Welle reiner, unkontrollierter Macht über das Schlachtfeld gehen und einen Ausgang suchen. Danach entstehen starke Anti-Magie-Felder. Niemand kann ermessen, was unter so extremen Bedingungen passiert. Aber dass etwas geschieht, ist wahrscheinlich. Übrigens habe ich auch nicht allzu viele andere Möglichkeiten. Ja, viel Glück, Hexer. Wir warten auf dich. Alles klar, jetzt schnappe ich mir das Schwert. Und dann bin ich hier raus, ne? Oh. Das Geld nehme ich natürlich auch. Das Öl nicht. Was haben wir hier? Tuch, Leder, Pechdraht. Tuch, Pechdraht, Leder, ewige Schlacht. Sprich mit Philippa. Philippa ist gerade raus. Wo ist dein Schwert? Saskia. Viel Glück, Hexer. Ja. Wir warten auf dich. Was ist es mit dem Schwert? Wo kriege ich das her? Das hängt ja nicht zufällig. In der Kiste ist es auch nicht. Hey, gib mir ein Schwert. Oder habe ich es schon bekommen?
Schicksal. Nee, das ist das andere. Schwert des grauen Fähnlein, Unterhändler. Hapü. Schicksal, nein, das war Vandergrifts Schwert. Wo ist es? Ich dachte... Viel Glück, Hexer. Ja, viel Glück, wir ja warten auch. Auf dich. Tilber ist wahrscheinlich draußen, aber ich will jetzt Vandergrifts Schwert, aber... Na gut, schauen wir mal, wo wir es herbekommen. Wir sehen uns. Bis bald. Ja, bis bald. Tschüss, Mädel, ciao.